Seit einigen Tagen sieht man sie durch die Spitzenstadt gleiten. Elegant und irgendwie schick sehen die neuen Triebwagen aus. Doch die Plauner können derzeit nur hinterherschauen und vielleicht einen Windzug spüren. Die Mitfahrt dagegen bleibt ihnen verwehrt. Drinnen nehmen derzeit nur Mitarbeiter der Plauner Straßenbahn GmbH Platz, aber nicht zum Vergnügen. Die Fahrer müssen sich an die neue Technik gewöhnen, denn die Unterschiede zu den alten Tatra-Bahnen sind enorm. Es ist völlig anders. Früher war alles mit Fuß zu bedienen, Gas, Bremse und jetzt halt per Sollwertgeber alles mit Hand. Und das ist schon gefühlsmäßig eine ganz andere Sache. Außer der jetzigen Handsteuerung müssen oder dürfen sich die insgesamt 48 Fahrerinnen und Fahrer der Plauener Straßenbahn GmbH auf ein ganz anderes Fahrverhalten einstellen. Das heißt, Bremsen, Beschleunigen oder das Verhalten in der Kurve sind fürs Erste sehr gewöhnungsbedürftig. Es ist halt viel neue Technik zu beachten, ne? Aber so unterm Strich gar nicht vergleichbar mit der Eisenbahn. Jeweils 2 Tage lang hat Carsten Schubert die Fahrschüler unter seine Fittiche. Der Fahrmeister hat sie in Halle, wo der gleiche Bautyp in Betrieb ist, mit der Technik vertraut gemacht. Nun schult er die Plauener Kollegen theoretisch und praktisch. Dazu zählen verschiedene Stör- oder Fehlersituationen auf der Strecke, die Carsten Schubert mittels dieses Kastens simuliert. Ohne Fahrgäste heißt zugleich für uns keine Steigungen, keine Gefälle. Heißt pauschal, immer. Die Fahrer müssen reagieren, den Fehler suchen und beheben. Geschult fühle ich mich so gut, ja, aber es werden immer Sachen auftreten, die man auch jetzt so nicht einplanen kann in der Fahrschule, die einfach unvorhergesehenbar passieren. Nicht nur die Straßenbahnfahrer müssen sich umgewöhnen. Auch auf die Fahrgäste warten Neuerungen, zumindest was den Aus- und Einstieg betrifft. Die Türsteuerung ist so ausgerichtet, dass natürlich der Fahrgast reinkommen muss. Dazu kann er diese Taste drücken, die obere. Hat aber zur Folge, dass wenn hier kein Fahrgastbetrieb stattfindet, sie von selbst wieder zugeht. Das macht also nicht der Fahrer. Also wenn ich jetzt hier ankomme, könnte, warum nimmst du dich nicht mit? Das war die Straßenbahn selbst. Wenn ich jetzt als Kinderwagennutzer möchte, dass diese Tür offen bleibt, muss ich diese Taste betätigen. Das ist die Kinderwagentaste oder für Rollstuhlfahrer gedachte Taste. Die bedeutet, die Tür schließt nicht selbstständig, sondern bleibt offen, bis der Fahrer gesehen hat von, okay, die Leute sind drin oder draußen, jetzt kann ich die Türen schließen. Auch Rollstuhlfahrer können dann endlich aufatmen. Über eine Rampe, die vom Fahrer umgeklappt wird, gelangt man völlig problemlos in die Bahn und natürlich auch wieder heraus. Wann genau die ersten Niederflurbahnen im regulären Fahrbetrieb eingesetzt werden, ist bisher noch unklar. Derzeit laufe die technische Abnahme, so Carsten Schubert. Es heißt also weiterhin abwarten und nur gucken. Aber wie heißt es so schön? Vorfreude ist die schönste Freude.